Gut, so, jetzt nochmal von vorne. Ja, letzte Tage habe ich ein bisschen Genshin aufgenommen und keinen Bock gehabt zu streamen und bearbeiten das auch noch und ein paar andere Sachen klären, mehr oder weniger. Ansonsten, ja, heute Abend spiele ich ein bisschen Margaria Inc. Mega Party Games. Das ist der erste bzw. zweite WarioWare-Teil. Es ist ein GameCube-Port von einem GBA-Spiel. Dementsprechend sieht das Spiel halt auch mehr oder weniger halt aus. Ist auch hauptsächlich 2D. Ich würde aber mal die GBA-Variante so ein bisschen interessieren, eventuell, wie die wirklich aussah. Für ein dreijähriges Jubiläum schon ein wenig weak, oder? Oder für morgen die Feier. Soll ich jetzt groß feiern? Ich weiß halt nicht, welcher Tag es genau war. Wenn ich halt nachgucke in den Playlists und den Uploads, die erste Stream-Aufzeichnung von Dark Souls 1, Remastered halt, die habe ich am 16.09.2018 auf YouTube freigegeben oder hochgeladen. Entweder habe ich das direkt am Morgen gemacht, wo ich quasi auch schon den Stream hatte, oder ich habe das ein, zwei Tage vorher gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen sagen wir einfach mal, der 11., 12., 13., irgendwie so. Irgendwo so ist jetzt sind 3 Jahre. Oder ist halt wieder ein Jahr rum. Keine Ahnung. Und ja, nee, eigentlich wollte ich Sonic Adventure 2 von Anfang bis Ende spielen. Dann hätte ich aber auch schon um 9 anfangen müssen. Weil ich brauche mindestens 5 Stunden, würde ich sagen. Mindestens 5, wahrscheinlich eher 6, bis ich Sonic durch hätte. Und ja, müsste ich halt von 9 bis um 3 Uhr nachts machen. Das Problem ist, ich habe das Spiel, glaube ich, nie, zumindest mit Reden nicht, von vorne bis hinten durchgespielt. Und ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Das wollte ich schon vor 2 Jahren, glaube ich, im Sommer machen oder so. Oder hab's doch vor 2 Jahren im Sommer. Ich hab's gespielt gehabt im Sommer, aber ich hatte, ja, ich weiß nicht. Ich hatte so, nach der Heldenstory dachte ich mir so, ja, so nach 2,5, 3 Stunden ist jetzt schon ganz gut, eine Pause zu machen, eventuell. Aber so am Stück vielleicht mal oder vielleicht auch parallel spielen. So quasi chronologisch, damit man direkt alle Seiten immer sieht, richtig, wie es eigentlich ist oder wie es passiert. Das wäre interessant, aber das ist sehr kompliziert zu machen. Zu deinem Vierjährigen stimme ich dann mit dir zusammen. Dann habe ich dann mein Dreijähriges. Alles meine Schuld, was? Keine Ahnung. Ich meine, ich hätte jetzt auch eigentlich theoretisch eher Genshin aufgenommen, weil ich will in Genshin halt den Content schnell durchhauen, damit ich dann mich wieder auf andere Sachen konzentrieren kann. Gerade wenn ich jetzt dann halt demnächst weniger Zeit habe zum Streamen und Aufnehmen, würde ich halt Genshin, was halt für mich so ein Long-Running-Project oder so ist, oder ein Long-Running-Game, das würde ich halt immer gerne relativ zügig dann auch abschließen, immer. Aber gut, ja. Warum komme ich auf WarioWare ausgerechnet heute jetzt dann noch? Weil WarioWare kann man gut mittendrin pausieren. Das ist ein schnelles, kurzes Spiel, mehr oder weniger. Je nach Skill. Und Freitag jetzt, also am. Moment, warte mal, was haben wir überhaupt für einen Tag jetzt heute? Wir haben Samstag. Ist das. Moment, kann das Spiel am 9. raus? Ne, am 10.9. kam es raus. Nintendo-Spiele kommen immer freitags raus, damit man am Wochenende spielen kann. Da kam nämlich der neue WarioWare-Teil raus, Get It Together, für die Switch. Und hätte ich gern geholt mir irgendwie, hab's aber verpennt. Und ich weiß nicht, ob wir 50 € für ein WarioWare wirklich wert sind. Es sind, sagen wir mal, es sind 200 Microgames. Über 200 sollen es sein. So, jedes der Microgames, jetzt nur so ganz blöd, jedes der Microgames, es dauert im normalen Modus vielleicht 5 Sekunden. So, 5 mal 200 durch 60 Sekunden. Also, man kommt auf ungefähr, wenn ich mich jetzt nicht irre, auf knapp 17 Minuten aufgerundet. An wirklich Gameplay. Verschiedenem Gameplay. Das Ganze kann man natürlich dann auch noch mal 10 oder so nehmen an verschiedenen Spielcharakteren, die es gibt. Jetzt sind dann aber immer noch knapp 3 Stunden nur, wenn man das mit jedem Charakter einmal spielt, das Microgame. Und ja, hab halt verpennt, das zu kaufen. Ich warte auf einen Sale oder so, also 3 für 2. Also 3 zum Preis von 2 und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß nicht, das einzige WarioWare, das ich gespielt habe in meinem Leben, das war immer das GameCube-Ding. Das habe ich warum auch immer damals gehabt und da starte ich jetzt einfach mal direkt. Hab Alt-Enter, Nintendo, Ladevorgang, yay. Ich hoffe, meine Ohren fliegen jetzt nicht weg.
Bitte. Horn, bleibt am Leben. Bitte euch. Horn. 60-Hertz-Modus. Okay, die Ohren sollten am Leben bleiben. Gut. Ja, das hier geht relativ schnell eigentlich. Keine Ahnung, wie viele Microgames es hier gibt. Also. Diamond City. Es gibt sehr viele verschiedene Startsequenzen, die man hier sehen kann. Ich werde jetzt nicht alle abwarten. Wir gucken uns das eine hier an. Club Sugar. Which is it, Jimmy? Me or Dancing? Ich würde sie nehmen. Im Verhältnis zum Tanzen. Und er hat sich für Tanzen entschieden. Gut. Goodbye, Jimmy. No, the rhythm made me do it. I didn't. Sind wir jetzt doch alle, oder? Der wollte sie jetzt einfach nur. Ah, man sieht doch alle am Stück. Oh, oder? Ich tue jetzt einfach mal nichts. Nee, doch, man sieht. Ah, nee, man sieht nicht alle am Stück. Gut, dann wird es halt jetzt weitergehen in den Taxi. Aber ich drücke jetzt Start. Kein Bock jetzt, die alle anzugucken. Ja, was kann ich zu WarioWare sagen? Microgames, also ich Sekunden-Minispiele. Würde es noch als Mario Party-Minispiele und. Absurd teilweise und auch witzig, keine Ahnung. Ich fand die immer verstörend teilweise damals. Zumindest manche von diesen Minispielen. Aber okay. Weiß gar nicht. Ist der Sound so gut gewesen gerade? Ich glaube, mach den Ticken, den Sound doch nochmal ein, zwei Ticken leiser im Moment. Es ist auf 8%. Auch mal auf 6%. Weil so viel Musik ist jetzt hier auch nicht, sind hauptsächlich Soundeffekte in dem Spiel. Sieht man die Maus eigentlich? Nee, Maus sieht man nicht. Und ich mach's für mich auch nochmal einen Ticken leiser. Weil ich sonst mich selber nicht mehr höre. Ja. Wo war ich jetzt gerade? Ich habe das Spiel auf jeden Fall damals als Kind gern gespielt. Und das Spiel könnte man jetzt sogar in einer Stunde oder so durchbekommen. Stundeinhalb, keine Ahnung, mal gucken. Bis zwei oder halb, drei mache ich maximal. Oder bis ich keinen Bock mehr habe auf die Spiele. So, Einzelspieler. Oni habe ich gerade schon erstellt. Dateien dürften es keine geben, weil ich den ersten Level nie gespeichert habe oder abgeschlossen gespeichert habe. Album, wähle dein Lieblingsspiel und übertriff dein bestes Ergebnis. Okay. Egal, Spiele. So, hier gibt es verschiedene Modi für den Singleplayer. Ich glaube, was? Passepartout? Passepartout? Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Das ist der normale Story-Modus. Wo man themenbasiert von den Charakteren, die Minispiele durchspielt, mit der Boss-Stage am Ende. Das ist jetzt auch das, was ich mir heute Abend angucken wollen würde, hauptsächlich. Der Rest ist so Nebensache. Einfach mal anfangen jetzt. Game Boy Advance. Mit abschnittendem Bild. Okay, angreifen. Erst Overgeschoss, zweites Overgeschoss, zielen. Yay, und so sind jetzt alle Minispiele mit kurzen Inputs, die Sachen lösen. Fangen. Es wird teilweise echt schwer später. Mit bestimmten Level-Ups und Speed-Ups und so weiter. Und okay, jetzt macht das auch Sinn, dass das Ganze ein Gameboy hier spielt. Es war ja ursprünglich ein Gameboy-Game. Was halt nur mehr oder weniger auf die GameCube-Hörer-Dingens portiert worden ist, höhere Auflösung. Interessant. Da macht der Game Boy Advance jetzt auch Sinn hier. Scheinwerfer. Speed Up. Manche Minispiele sind im Speed Up sogar einfacher. Bild. Anhalten. Oh Gott. Meine Brille sitzt schon mal nicht richtig. Ausweichen. Oh Gott. Moment. Ach, ich kann. Oh Gott sei Dank, ich kann pausieren mittendrin. Ah, das ist super. Also kann ich mich direkt die Brille wieder anders setzen. Es ist gut. So, weiter. Springen. Salami auf Rädern, yay. Schneller. Sammeln. Die ganzen Microgames basieren teilweise auf all anderen Nintendo-Games und so weiter und so fort.
Oder allgemein auf Games, die es schon gab in gewisser Weise. Ist es offenbar ganz nett. Boss-Ebene. Ganzes Ort statt Boxen. Bang. Bang. Nochmal Bang. Nochmal Bang. Und Bang. Also Boss-Ebenen sind meistens ohne Timer, soweit ich weiß oder mich erinnern kann. Ich habe mich geschlagen. Das war jetzt Wario seine Minigames. So ungefähr. Und es war der erste Level. Sport-Kategorie mit Jimmy T. Auffangen. Also der Story-Modus geht jetzt hier quasi flüssig ineinander über nach jeder Boss-Ebene. Kegeln. Ich frage mich gerade, solche Microgames kann man doch bestimmt auch wischen. Solche Microgames kann man auch bestimmt auch relativ gut mit. Was ist gut? Gut vielleicht nicht, aber die dürfte man noch mit JavaScript eventuell auch programmieren können. Ich glaube, das Spiel fand ich mal relativ schwer. Bei den auch schon abzuschätzen. Zu schlagen. Die Musik ist auch teilweise echt göttlich. Heben. Oh Gott. Was? Ich hab doch hochgedrückt. Ach ja, ich hätte den Stick drücken müssen. Scheiße. Und nicht das Digi Kreuz. Säbel, wenn du gerade zuhörst, passt der Sound zur Stimme oder muss ich den Sound für euch lauter machen? Also für dich. Werfen. Oh Scheiße. Ach Gott, ich sag grad. Bannen. Das Gute an dem Teil hier ist halt, es ist sehr simpel alles. Muss dann eine bestimmte Reichweite machen oder einfach nur zielen? Okay, bei Digi-Kreuz muss ich auch mit dem Stick machen, okay. Okay, das war jetzt auch wieder sehr knapp. Springen. Das habe ich mal gemocht, das Minispiel, das mochte ich irgendwie. Warum hätte ich gerne größere Level gehabt? Die Animation. Glaube, manche Minispiele gab es auch in der Endlos-Version später. Snowboarden. Parieren. Teilweise sind das auch Rhythmusspiele. Achso, ich wusste nicht, ab wann ich. Ah, ich wusste nicht, ab wann ich drehen kann. Ist etwas von Mario Underground Level vom Stil. Lancieren. Da, ich weiß, wo da Schwierigkeit ist. Okay. Fangen. Was mir am Switch-Teil aufgefallen ist, ich weiß, was die neueren Teile auf Wii U und so weiter auch hatten, das weiß ich nicht. Aber im Switch auf jeden Fall werden die Sachen, die man machen muss, quasi genannt, also ausgesprochen. Schlagen. Oh Gott, was? Also ich kann ausweichen. Oh Scheiße, ich werde verkacken. Okay. Oh Gott, ich hab's doch geschafft. Mit einem Leben. Ruhe, Baby. Und die haben eine Sprachausgabe, die neueren Teile irgendwie, ab einem gewissen Teil. One up. Das ist jetzt mies. Sci-Fi. Dribble in Spitz. Ausweichen. Das ist mies, wenn ich jetzt. Na gut, okay. Ich könnte halt jetzt beenden und dann einfach direkt starten. Aber okay. Überqueren. Okay. Manövrieren. Es war pur geraten, wie es funktioniert. Fragezeichen abschießen. Okay. Montieren. Warum eigentlich ein V? Das habe ich nie verstanden als Kind. Wie? Ausweichen. Stören, den roten? Okay. Rang 5. Okay, ich werde aber nicht bestraft, wenn ich mehr als 5 fange. Okay. Landen.
Gott. Ja. Ich weiß ja, warum ich das Spiel mochte damals. Chinese Mario und Bowser. Vermeiden. Oh Gott. Ausweichen. Ach, das ist Marios Minispiel umgekehrt. Genau, so einen Spaß gab es ja auch dann. Einfach die Minispiele umdrehen. Zuschlagen. Zack. Ich glaube, die sind mit Level Up echt mies. Bekämpfen. Das stelle ich mir auch ganz nett vor, eigentlich. Alter, dieser Mario-Verschnitt. Ausweichen. Wow, das war knapp. Nicht einfach stehen bleiben müssen. Abwehren. Einfach umrennen. Ich glaube nicht, dass Mario Bowser über die Schulter werfen kann. Das wirkt nicht richtig. Verwandeln. Das Minispiel bringt es aber recht häufig. Genau. Zählen. Drei. Ausweichen. I'm Superman, auch wenn ich irgendwie Pepsi Man aussehe, aber okay. Schießen. Okay, ich hatte unendlich viel. Bossebene, yay! War hier nochmal die Bossebene, ich weiß es nicht mehr. Schießen. Oh, das war dieser Weltraum-Shooter. Oh, den habe ich immer gemocht. Hat so ein bisschen was, glaube ich, von, na, wie heißt es? Gladius und Co. Beziehungsweise eher von, na, wie heißt das Ding? Hier. Tohu. Ich glaube, der Boss war hier relativ starker Abfuck. Wenn ich mich nicht irre. Den muss ich da reinbekommen, oder? Ja. Oh Gott, mein Rachen tut schon wieder so weh. Rennt schon wieder förmlich. Ich weiß nicht warum. Moment. Ich kann mitten im Minispiel pausieren. Okay. Ist das merkwürdig. Was denn? Ist mein Körper so ein Krüppel? Oh Mann. Weiter. Das war der Boss, glaube ich. Was war bei dir? Aha. Das war mies. Ach, okay, ich kann noch nach vorne gehen. Ja gut, okay. War meine eigene Schuld. Entschuldigung. Wusste ich, dass ich ausweichen kann. Und das war's schon wieder? Okay. Okay, ich glaube, der normale Story-Modus ist nicht ganz so schwer. Wovor will? Dienstfrei. Seltsam, Mona. Diese Kategorie ist seltsam. Einfädeln. Fangen. Also die Minispiele gleichen sich halt irgendwo immer wieder mal. Nur halt mit anderen Grundvoraussetzungen. Ich glaube, da sind die moderneren Vertreter der Reihe ein bisschen variabler, würde ich mal sagen. Aber würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Hab's halt nie gespielt. Ich wollte Do It Yourself damals haben. Also WarioWare Do It Yourself. Wenn man da Microgames selber machen konnte. Aber irgendwie. Jetzt habe ich auch mal auf eBay bestellt, aber es wurde nie verschickt. Das war eine der Sachen, die mich verstört haben. Warum man Zähne putzen musste. Und das Witzige ist auch, auf dem DSi gab es ein paar Games. Gab es ein paar Games, die quasi aus diesem Spiel hervorgegangen sind. Wo einzelne. Oh fuck. Wo einzelne Minispiele. Zu vollwertigen. Markiere 9. Scheiße. Muss auch lesen, was da steht. Scheiße. Verdammt. Fliehen. Okay. Ich schwöre, was ich wollte. Abladen. Fuck. Okay. Erst Game Over Screen. Zumindest kann ich jetzt wieder resetten.
Moment, beenden. Jetzt müsste ich ein paar Sachen freigestellt haben, glaube ich, oder? Nee? Nicht? Okay. Intro, Sport, Sci-Fi, seltsam. Ah, und hier sieht man jetzt quasi dann den, ich nenne es mal Story-Modus. Drei, neun Level. Und drei Level haben wir jetzt schon gemacht innerhalb von 20 Minuten. Also eine gute Stunde kann man daran. Ja, Stunde und eine halbe. Wird zwar immer schwerer nach und nach, aber ist trotzdem ganz gut manageable. Mich jetzt. Ich hab doch gebremst. Verarschspiel? Ich hab gebremst. Ah. Ja, das Spiel wurde damals über eBay habe ich so gekauft, glaube ich. Wurde aber nie versendet und dementsprechend Geld zurück. Naseborn, auch eines dieser merkwürdigen Spiele. Aber jetzt macht das Ganze auch Sinn. Jetzt, wo ich weiß, dass das Ganze ursprünglich ein GBA-Game macht, macht es Sinn, warum das hauptsächlich Pixel-Art-Dinger sind. Macht alles Sinn. Also, und davor war ich gerade bei Minigames aus diesem Spiel, also Microgames und zu Minispielen. Dieses Papierfliegerspiel zum Beispiel hatte ich damals auf dem DSi. Das habe ich so oft vorm Schlafen gehen gespielt. Dieses hier, genau das hier. Hat das Spiel gemocht. Geliebt teilweise. Nudeln aufwickeln, weil der Teller keine Luft bekommt. Ah, ja, okay. Teilweise verstehe ich jetzt sogar die Minispiele besser. Fliehen. Oh Gott, das war knapp. Es war knapp. Aber diese Pixel-Sachen ist es relativ genau auch teilweise. Im Nachhinein muss ich aber sagen, da hätten sie aber ruhig auch ein richtiges. Es ist ein Port gewesen vom GBA. Hätten sie aber ruhig auch richtig dann 3D-Minigames draus machen können. Also, oder, was heißt 3D-Minigames? Einfach gezeichnete Artworks dann im Hintergrund für solche Minispiele. Markiere 8. Scheiße, 1 zu früh. Schneller, naja. Abladen. Drücken. Wer macht sein Ketchup bitte auf den Hamburger oben drauf? Genau das Spiel gab es auch nochmal rückwärts irgendwie. Mit dem Zähneputzen ist so. Warum? Ist der gerade rückwärts eingepackt? Wow. Aus der Ebene. Einschlagen. Achso, das kann man. Ah, kann man quasi schief machen. Ja, interessanter Bossfight. Ich muss mich kurz ausruhen. Ja, tu das, Mona. Nintendo, 9 Volt. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsabschnitt, glaube ich. Verschwinden. Ah, Nintendo-Anspielung. Das ist schön. Schießen. Und so schön, dass hier dieser 5 tippen. So schön, dass hier diese Charaktere irgendwie mehr oder weniger eine eigene Background-Story hat und so weiter. Triff ein. Schießen. Das Spiel kenne ich aber nicht von Nintendo, aber okay. Schießen, oh, Duckhand. Hätte ich eigentlich mich auch bewegen können? Ausweichen. Oh, Balloon Flight. Nie gespielt. Lagen. Das ist, glaube ich, kein Nintendo-Spiel, aber okay. Werfen. Ah, das Ding gab's mal. Es war eine Konsole irgendwie. Reifen. Dauerblock. Es ist sehr, sehr, sehr knapp. Ein, warum sollte man einen DS, ach DS war schon, einen Cartridge so einsetzen wollen? Scheiße, ich hab so lange gewartet, oh Gott. Es wird immer schwerer.
Manche Spiele sind auch einfacher, wenn sie früher kommen. Festhalten. Gott. Verbinden. Hättest du auch gesehen, wenn die nebeneinander gewesen wären? Als vierer Block? Springen. Oh, ja. Dödlödöd. Saugen. What? Das habe ich nicht verstanden, was das darstellen soll. Es soll wahrscheinlich ein Saugroboter sein, aber trotzdem, das macht keinen Sinn. Schlagen. Muss ich da auf. Ich hab's einfach nur irgendwann gehauen. Ausweichen. Oh, F-Zero. Knappen. Mit einem Leben ist das Ganze immer so riskant, bei der Boss-Ebene vor allem später. Schneller. Zerstören. Oh Gott, Mother Brain. Schießen. Betreten. Ah, Anfang war es das Stampfen. Boss-Ebene. Was war das nochmal? Sechsmal schlagen. Oh Gott. Anfang. Muss man es irgendwo erkennen? Das hat noch gezählt. Oh Gott. Das kann ich nicht mehr verhauen, oder? Okay, geschafft. Oh nee, willst du es versuchen? Es ist übrigens Kindergartenkind. Die sehen teilweise viel älter aus, was sie eigentlich sind. IQ. Orbulon. Jetzt geht's los, oh fuck. Erinnern. Jetzt muss man hier anstrengen. Scheiße. Auswählen. Ja, was denn? Was mehr ist oder was? Auswählen. Ja. Okay. Zwei Leben auswählen. Mit zwei Leben soll ich das eigentlich gar nicht machen. Zwei Leben ist eigentlich relativ riskant. Bei ihm hatte ich mal Probleme damals, glaube ich. Bei seiner Boss-Ebene. Gießen. Jetzt erkenne ich auch. Ich habe mal gedacht, dass da oben wäre eine Art Zigarette. Aber nee, das ist einfach nur ein Kessel mit Instant-Rahmen. Okay, interessant. Auswählen. Ja, was mit mehr oder wie? Ist doch relativ simpel. Aufpassen. Da hinten. Hätten wir es gewesen. Ja, warte mal, ja. Eigentlich macht das keinen Sinn, Spiel beenden. Macht gar keinen Sinn, jetzt weiterzugehen da. IQ. So, vier Leben wieder ändern. Weg. Das auf einem Level-Up später wäre bestimmt hart. Auswählen. Was anders ist, aber wie? Das ist das Problem an diesem Minispiel gewesen immer. Retten. So. Gießen. Da. Auswählen. Ich dachte mal, es wäre ein Experiment, aber es ist einfach nur heißes Wasser für. Rahmen. Jetzt Kind, wenn es nie gecheckt hat, ich mache da irgendeine Art Experiment. Okay. Schneller. Wo sie Spiel ist, spaßig gehen, spaßig. Suchen. Ein Pilz. So ein Pilz, oder? Auswählen. Geht es. Suchen. Da. Ich muss auch noch bestätigen, okay. Das Spiel ist übrigens nicht gerade Stream- oder Let's Play-freundlich steuern. Weil irgendwie. Geht halt so schnell. Da kann man fast mal nichts anderes reden, wenn man sich konzentrieren muss. Auswählen, rot.
halt echt. Ja, unpraktisch, keine Ahnung. Aber okay, auswählen. Nach links, also müssen wir nach rechts gucken. Gut. Abgleichen. Auswählen. Links. Manche sind doch einfacher als andere. Interessant. Zählen. Hier. Ob wir einen abziehen können irgendwie. Betrachten. So der. Input A gedrückt halten und. Also wer bei dem Spiel nicht lesen kann als Kind, der hat echt Probleme, das zu spielen. Aufpassen. Das war ein Bonbon. Aufpassen. Da. Nein. Verbinden. Arme Fisch muss die ganze Stadt antreiben. Wow. Trachten. Ist ein Hund, Dalmatiner. Level Up gibt es ja noch gar nicht. Okay. Suchen. A4-Blättrich, okay. Kann das sein, ist, oder hatte man danach nochmal einen extra Modus, wo man dann alles in Level-Up-Varianten spielen musste? Zermalmen. Okay. Ich glaube, genau, irgendwas war. Ich glaube, es gab den normalen Modus und danach ging es, glaube ich, in Level-Up-Variante. Muss man mir nur Reihenfolge merken, was muss. Das ist jetzt ein spezieller Bossfight. Besiegen. Mag die Musik hier. Uni, ah, also du kannst eigentlich was zu tun. Tritt, Tratt, Tritt. Das hat weh. Unger greift an, was willst du tun? Ausweichen. Ungers Angriff hat keine Wirkung. Nutze Magie, was setzt du ein? Liebe. Drück nach letzter Chance, drücke A. Das ist mies, Sieg. Der Gnadenstoß. Du besiegst Hunger. Da gab's. Okay, willst du tanzen? Da gab's definitiv mehrere höhere Stufen noch danach, nach dem ersten Durchgang. Realität, Dr. Qui-Gon. Weil da gab's doch andere. Da gab's definitiv andere. Bewusst durchgeschnitten. Jetzt kommen die ganz komischen Sachen. Positionieren. Schlafen. Das habe ich definitiv schwer in Erinnerung. Definitiv. Dekorieren. Yay. Schneller. Auffahrer. Ja. Das ist auch mal so ein Spiel, da denke ich mir so, what the fuck? Verbinden. Rühren. Ah, ich glaube, ich verstehe endlich, was das für ein Ding ist. Das kann man als Europäer nicht wissen. Ich glaube, dieses Ding, was man jetzt gerade gesteuert hat. Japanische Klos haben doch so eine Arschspülung quasi. So, und das Ding in der Mitte war, das war quasi eine Rose. War eine pinke Blume. Wenn ich jetzt Rose, wenn ich das Ding als Rose darstellen würde, Rosette und dann sprühen, das Wasser. Ich glaube, das sollte eine Klette darstellen. Okay. Tomate. Oh Gott. Dass ich alles jetzt erst stehe. Ausfahren. Ob das in echt wohl echt funktioniert bei Profischen? Eventuell. Essen. Kämpfen. Stärken. Also manchmal in den Minispielen sind echt merkwürdig. Oder gab es den letzten Level, wo es die Level-Up-Varianten gab? Das kann auch sein. Fangen. Neuer Level. Oh, ab jetzt gibt es neue Level. Okay. Knüpp 2, also doch schon vorher.
Aufpassen. Passen. Ah, wenn jetzt auf 2 achten muss, okay. 5-3. Level up und schneller. Das ist übel. Wähle Kopf. Also. Fangen. Eigentlich müsste man normalerweise nur einen fangen, oder? Bestimmt. Ausschalten. Oh Gott. It is hard. Essen. Gab's gerade auch schon mit einem Apfel, aber okay. Montieren. Ich glaube, das Auto so montiert werden, aber okay. Redeln. Ach, der kann nur. Ah, okay, Boss-Ebene. Oder hatte ich hier Probleme? Eben deswegen, wegen Level Up. Verteidigen. Das war sehr kurios. Okay. Kommen da jetzt noch raus. Oh Gott, wir werden ja immer kleiner. Ist da wahrscheinlich keiner auf die Erde runterfallen, oder? Und jetzt Final Boss. Okay. Aha, aha. Ich brauche eine Pause. Mhm. Und du, Kat und Anna. Katana. Fressen. Stoßen. Okay. Wow. Aber schön, dass ich mich in den meisten Spielen irgendwie erinnere. Flängeln. Ich muss erst mal gucken, welche man ist. Fangen. Wieso hat der eigentlich am Bauch immer so ein Kreuz gehabt? Habe ich nie verstanden. Hm. Die Maus sieht creepy aus. Hm. Auffangen. Fang eine, was? Achso, ach, ich musste sogar die fangen, weil Natur. Also ich müsste den Klunker fangen. Okay. Aufhalten. Die Microgames sind schon teilweise echt kurios. Loslassen. Ringen. Verdammt. Bin ich der Einzige? Ich glaube, du bist der Einzige gerade. Ich glaube nämlich, ich sag mal so, es gibt glaube ich keine Leute auf Twitch, die jetzt gerade nach WarioWare gucken. Zumindest nicht nach diesem WarioWare. Nach WarioWare Get It Together vielleicht, weil es neu ist. Aber nach dem alten WarioWare definitiv guckt keiner. Ja, ist zwar Wochenende, aber heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie Leute da sein müssen. Fressen. Weil Wochenende, gerade Wochenende ist halt eigentlich die Zeit, wo die Leute eher für Streams Zeit haben und dann halt die Sachen gucken, die sie auch gucken wollen. Ist auch so eine Sache. Oh nee, es stellt die Nachfrage, ja. Aber hey, wenn ich dann Praktikum hab, dann bin ich tagsüber demnächst wach. Das heißt, ich bekomme Beschützen. Oh, das fand ich immer so toll. Katze beschützen vom Regen. Wenn ich dann tagsüber wach bin, vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob ich ein Fan von Leuten bin, die tagsüber. Fuck. Leute, die tagsüber wach sind, weiß ich nicht, ob das so meins ist. Oh Gott, die Steuerung. Sprechen. Die Steuerung verkackt es gerade hier bei mir. Tagsüber. Moment, wenn ich tagsüber wach bin. Natürlich, da gibt es mehr Leute, die wahrscheinlich wach sind, aber ja, gut, du findest nachts komische Leute, du findest aber auch tags komische Leute, also kannst du auch nicht sagen. Da tagsüber sind mehr Leute da, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen sieht, ist höher. Andererseits sind halt auch mehr Leute am Wochenende grundsätzlich am Stream. Gerade kleinere Leute, die halt auch berufstätig sind. So.
Von daher hat alles Vor- und Nachteile. Schnappen. Ich muss beide schnappen, okay. Greifen. Oh Gott. Dingen. Boss-Ebene. Okay, immer 25 Level, aber 24 und dann der 25. ist Boss. Springen. Muss ich selber abspringen oder springt er von alleine? Drück einfach mal A dazu. Sicherheitshalber. Oh Gott. Sehe die Schwierigkeit. Oh, der Fujiyama im Hintergrund. Schön. In Pixeloptik. Ist so knapp eventuell. Das ist der erste Level, wo ich sagen würde, das ist wirklich ein Boss-Level. Der erste, wo ich das wirklich sagen könnte. Er braucht dauerhaft Einsatz. Das ist mies. In so ein kleines Becken. Aber gut geschafft. Ich brauche eine Erfrischung. Hat nur eine gesehen. Mischmasch, Wario. Aha, ja, okay, Moment. Spiel beenden. Das ist, glaube ich, das letzte Level jetzt. Genau. Mischmasch, da kommen jetzt, glaube ich, alle Minispiele von allen 8 Leveln davor gemischt. Und ich glaube, jetzt gibt es bis zu zweimal Level Up auch noch. Ich glaube, das könnte. Was? Zeigen. Moment. Bett. Jetzt auch das Richtige ausgewählt gehabt? Muss ja, weil Minispiel war richtig. Ich dachte aber, ich wäre jetzt gerade bei Intro gewesen noch einmal, weil Wario gezeigt worden ist. Im Standard-Look. Okay. Designen. Einfach nur spammen? Okay. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich will zu schnell drücken gerade. Entkommen. Achso. Oh ja, Wario World, Wario Land hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Wissen. Ja, es sind schon irgendwie immer die gleichen Minispiele mit den gleichen Inputs. Man hat halt links, rechts, hoch und so weiter. Und A. Vielleicht noch B. An so einem Minispiel jetzt zu sterben. Hacken. Vor allem ohne Level-Up und ohne Speed-Up. Weil auch Speed-Up war, glaube ich, schon, aber okay. Betreiben. Schneller. Träufeln. Träufeln, genau, ich sage ja, es ist immer umgekehrt. Scheiße. Schießen. Upset. Alter, wie schnell kommt denn der angeflogen? Neuer Level. Fuck, mit einem Level krieg ich das nicht im Leben hin. Krieg ich nicht im Leben jetzt noch hin. Ach ja. Verstecken. Ja, kommt mir bekannt vor. Kampfen. Ja, wenn das T-Shirt halt nicht lang genug ist. Zeigen. Er hat gewechselt mit drinne. Unfair. Ah. Nochmal spielen. Mischmasch. Schubsen. Das war gut, dass das nur links war. Wissen. So was könnten sie später machen eigentlich. Packen. Ich bin eine Cartoon-Logik mit nur Regenschirm. Zeigen. Okay. Gut. Ach, ja, das ist gerade ein Level-Up, deswegen hat sich geklappt, weil er dann noch ein Wechselbeam drin. Design. Ausweichen. Yay, Exit Bike. Side Bike? Ich habe keine Ahnung. Träufeln. Komplett falsch. Geht jetzt immer alleine eingesammelt, schön.
Schneller. Zerbrechen. Oh, absetzen, oh Gott. Das wohl echt auch so funktioniert. Ah, Pinball oder Pinkball? Pinball wahrscheinlich, neue Level. Mampfen. So, sieht schon viel besser aus. Mit 4 Leben jetzt auf der Hälfte. Fangen. Scheiße. Natürlich ging der Schlag nur auf die Nase. Verstecken. Oh fuck. Es wird immer schlimmer. Entkommen. Okay. Sind auch auf die Sekunde genau ab ausgemessen. Nein, scheiße. Knappen. Wow. Komplettieren. Ach, come on. Nein. Wieder verkackt. Oh, come on. Scheiße. Okay, der letzte Level ist der schwerste. Ich meine, sollte man vom letzten Level erwarten, aber trotzdem. Verdammt. Schubsen. Ja, das ist gut, dass wir den Anfang machen, weil der ist später schwerer. Pinball. Das wäre später ganz nett, glaube ich. Weil dann kommen wahrscheinlich zwei Bälle im Level ab. Das haben, das hätten sie später machen müssen. Mit den ganzen nervigen Spiel zu Anfang, bitte. Das zum Beispiel. Ach, Gott sei Dank. Schneller. Wie kann ich das jetzt schon verkackt haben mit 3 Kuchen? Ach Mann. Ah, einsammeln. Stehen bleiben einfach. Ich hätte es mir später geben können beim Level Up oder so. Schneller. Design. Einfach nur Spam. Absetzen. Zu drücken. Ist hätte. Ah, ist ja vorher noch gekommen wahrscheinlich. Packen. Neuer Level. Oha. Okay, das war wieder einfach. Träufeln. Teil der neue Level ist, weiß ich nicht. Oh Gott. Kissen. Das ist einfach. Wo war der Unterschied? Keine Ahnung. Weniger Zeit. Fangen. Hack. Ja, daneben. Hier nur ein Leben noch. So. Vertreiben. Das war einfach. Ausweichen. Okay. Oh no, schneller. Das war einfach. Mampfen. Das ist einfach. Schießen. Hallo. What? Tiefen Boss-Ebene, nur ein Leben für die Boss-Ebene. Ach, scheiße. Los. Ausweichen. Ich erinnere mich an den Level. Aufpassen. Aufpassen bei 2. Oh Gott. Schnapp's dir. Kacke. Schnapp sie. Nella. Oh Gott. Maximum. Schmettern.
Aha. Aber ich zeige, wie lange ich will, oder wie ist das? Zwei, drei, okay. Geschafft. Heiliger Kackhaufen. Okay. Geht noch weiter, oder? Lauf, Esel. Achso, gedrückt halt. Was? Wie? Was? Was soll ich denn machen? Musste ich A immer schnell drücken oder was? Ich laufe doch mit dem Stick normal. Ach, come on. Verarsche. Mischmasch. Ach, verstecken. Meine Güte. Ich möchte gerne sehen, wie jemand einen Hotdog so isst. Den will ich nicht sehen. Ich glaube, sowas möchte man nicht sehen. Träufeln. Hätte ich jetzt zwei Leben noch gehabt vorhin. Ich hätte das eine Minispiel nicht verkacken dürfen. Schneller. Ja. Wie konnte ich jetzt. Oh. In der ersten Hälfte ein Minispiel verkackt, dann brauche ich gar nicht weitermachen eigentlich. Eieieiei. Schießen. Einfach spam. Nicht zielen, einfach spam. Zudrücken. Verstecken, ja. Sag das mal den neumodischen Frauen. Die laufen extra so rum. Bauchfrei. Ich meine, ich habe da nichts gegen, aber. Ja. Mario? Da gibt's nichts zu verstecken. Wenn Frauen so rumrennen dürfen, dann darfst du auch so rumrennen. Muss ja fair bleiben. Gleichberechtigung muss sein. Frauen laufen bauchfrei rum, also lauf du auch bauchfrei rum. Ganz einfach. Schubsen. Oh nein, ich will das Ding. So. Komm, das hätten sie später machen müssen, verdammt. Bin schön. Finde es schön, wie ich mir offenbar irgendeine Art Bot eingefangen habe. Der mit dem gleichen Namen und irgendwelchen Anhängseln und Variationen immer wieder. Scheiße. Immer wieder followed. Sehr interessant. Entweder ein Bot oder irgendein Idioten, ich weiß es nicht. Anderes fällt mir dafür nicht ein. Okay. Ich glaube, die werden von Twitch direkt instant eh wieder schon gebannt. Ah, fuck. Oder entfernt. Die letzten wurden zumindest entfernt. Komplettieren. Oh Gott. Ich bin nur zwei Leben. Doch. Zeigen. Oh Gott. Nein, Pinball. Einfach spam. Zumindest zwei Leben, damit ich die letzte Phase checken kann. Pissen. So. Schütteln. Ausweichen. Oh Gott. Hacken. Okay, mit zwei Leben bist du ein Boss. Jetzt erkacke ich den Boss vor der letzten Ebene. So. Aufpassen. Ja. Solche Spiele dürften noch relativ einfach und schnell zu entwickeln sein. Schnell nicht, aber im Verhältnis gesehen sollten die einfach sein zu entwickeln, oder? Solche Microgames. Wollen die immer am gleichen Punkt? So. Wario Land Soundfiles, oder?
Ah, diesmal habe ich keinen Kill mit zwei Tags. Zack. So, goldene Kackhaufen wieder. Okay. Spam. Krieg auch noch rechts, keine Ahnung. Kann man nicht einfach drüber hüpfen? Jetzt gerade schon gehabt. Wow. Ich hätte es gerade echt gehabt schon. Fertig. Ich meine, gut, man kann natürlich versuchen, einmal ohne Game Over von Anfang bis Ende durchzuspielen, aber warum sollte man? Oh, 3D-Animation. WarioWare Inc. All better. Warum ist es jetzt Englisch? Restaurant Sora Sora. Welcome. Cast. Jimmy T. Ich habe jetzt echt, ich habe nicht mal eine Stunde gebraucht zum Durchspielen. Okay. Dübel und Spitz. 18 Volt gab es hier noch nicht? Okay, interessant. Es gab hier nur 9 Volt. Mona, yay. Mona ist übrigens eine Teenagerin. Angeblich. Ich fand damals Orbulan immer cool. Ich glaube, den habe ich immer im Multiplayer genommen, wenn Besuch da war. Anna und Kat. Katana. Dr. Krygo hat in neueren Teilen offenbar auch eine Nichte. Enkelin. Enkelin, doch, ja, doch, Enkelin. Gott. Ich würde natürlich doch Anti-Lasing anstellen sollen. So, okay, und jetzt kommen hier ein paar Türen. Stufe 3 kommt aber noch nicht. Interessant. Charakterintros. Diamond City. Kumpels. Ah, hier findest du Angaben zu denen. Diamond City, Freunden und Mitarbeitern. Das sind also offenbar die Intro-Sequenz, das kann man sich doch mal angucken. Leute, Filme. Die Diamond City Story. Sieh dir eine Episode der Diamond City Kumpels an. Aha. Durcheinander. In diesem durchgeknallten Modus sind alle Spiele aller Genres wild durcheinander gemischt. Gib dein Bestes. Wenn du besser bist als 30, gibt's eine Überraschung. Verdammt. Die Frage ist, was ist eine Überraschung? schwierig. Dies ist der schwierige Modus, bei dem alle Spiele einfach mega schnell sind. Achtung, dieser Modus kann extrem Stress verursachen. Dies ist der okay. Nervenkitzel. Dies ist der unsagbar riskante Alles- oder Nichts-Modus. On Live oder was? Wenn du auch nur ein einziges Mal versagst, ist das Spiel, geht das bitte schneller, vorbei. Vor allem musst du dann bei einem viel schwierigeren Level wieder anfangen. Können alleine reicht nicht aus, um hier durchzukommen. Okay, das sind quasi neue Modi hier oben. Das war jetzt der normale Story-Modus. Also, alle Minispiele gesehen. Gibt es das Durcheinander-Ding, wo man dann irgendwie was bekommt, wenn man 30 macht. Bei 30 packt hintereinander. Schwierig. Kann man dann auswählen. Highscore. Achso, okay. Das ist einfach nur für Highscore. Okay. Das hier ist wahrscheinlich auch einfach nur Highscore. Und das hier, da steht ja sogar, dass man was bekommt. Wahrscheinlich dann da oben die dritte Riege. Versuche ich einfach mal 30 zu machen, Spiel starten, herkommen.
Aber genau, die 30 halt nur. Erdgeschoss, kämpfen. Also sagen wir so, wenn man. Was drin lassen, was drin noch wird. Wischen. Wenn man natürlich jetzt kleines und seltenes Spiel bekommt, ist es natürlich nett, dass man noch solche Modi hat. Ich selber bräuchte jetzt halt nichts anderes mehr spielen. Ich habe die Minispiele einmal alle gesehen. Die schweren Versionen hat man teilweise gesehen. Wow. Diesmal hat's gezählt, interessanterweise. Also grundsätzlich würde ich jetzt nur das hier nochmal versuchen und dann auch gleich schon Schluss machen. Geht das? Ja. Kippen. Abwehren. Überleg gerade. Hast du einen schweren Modus? Wie waren das? Da kamen die Boss-Level auch random. Teilweise. Oh, mein Rachen. Rennt schon wieder. Schneller. Bringen. Salami-Auto. Cool. Schneiden. Ist das überhaupt eine Wurst? Wähle. Achso, Schwanz oder was? Oh, Baby, was? Ich wusste nicht mal, was ich machen muss. One up, okay, gut. Neuer Level, oh fuck my life. Das Schwein. Hochziehen. Die Drücksachen sind vielleicht relativ einfach. Landen. Ach komm. Dieses Mal habe ich es geschafft. Knappen. Zack. Haken. Oh Gott, das mag ich nicht. Besser. Er fährt ein bisschen durchgängig rückwärts. Ich wollte Momentum nach rechts aufbauen. Ach komm. Oh, ich will auch nur die 30 packen schnell. Okay, ich dachte, die Dinger kommen schneller runter. Okay. Okay. 20. Highscore. Beenden. Man könnte jetzt die 30 machen, gucken, was man bekommt. Will ich jetzt aber eigentlich nicht. Ich will gucken, was schwierig. Sieht das aus? Auch beim Schweinchen und geht auch komplett halt mit der schweren Fassung dann los. Irgendwo war Minispiel mit einer Gurke, meine ich auch noch. Geht schnell. Okay, schwierig geht einfach nur immer schneller oder was? What the? Jesus! Es ist viel zu schnell. Es ist hart. What the fuck? Okay, es ist nicht schwer, es ist einfach nur sau schnell. Es ist. So krank, verdammt. Alter. That speed. What the? Gegen der Momonga. Der war auf dem Bild drauf. Come on. Nur die Handfläche vielleicht nicht. Die 26. Alter. Okay, speichern. Nervenkitzel. Okay, das ist jetzt relativ unnötig, oder? Höchster Schwierigkeitsgrad, glaube ich, oder? Oder nicht? Man hat ein Leben, deswegen ist es rot.
Doch, das ist. Rot ist Level 3 quasi. Von der Schwierigkeit. Blau, gelb, rot. 5. Ja, die Flasche ist kleiner, also noch kleiner als vorher. Das Auge auch. Da hat man 3 von dem Anhängsel. Der springt kaum hoch, die Kartoffel. Okay, what the fuck? Aha. Nope, nicht nochmal. Okay, ja, durcheinander kann man 30 machen, dann schalten wir, glaube ich, da oben frei. Charakterintros, flotte Filme, Charakterintros mal. Oh, Wario, was kommt da jetzt? Ah, das ist nur eine. Ah, okay, da kriegt man quasi nur. Okay. Infos zu denen. Beruf, Chef. Abenteurer. Fähigkeiten, Wahnsinn, Stärke, Fühlerei. Motto, ganz schnell, ganz reich. Mario, schatzgieriger Abenteurer, träumt davon, mit Videospielen viel Geld zu machen. Ja, nicht. Er hat sogar sein eigenes Unternehmen gegründet, aber das läuft noch nicht so richtig. Das können wir jetzt für jeden Charakter machen. Okay. Hab ich jetzt keine Lust drauf? Kann man auch im Wiki nachlesen, wenn man möchte. Flotte Filme. Ruby Love Song, Traumtaxi, Reise ins All, Toilettenabenteuer, Showtime, Sora Sora. Sora Sora hatte ich gerade eben, oder? Gegen Ende. Ja. Showtime. Also habe ich wahrscheinlich vor. Ne, hab ich nicht. Das haben wir nicht gesehen, glaube ich. Sollte man eventuell in der Reihenfolge gucken. Ruby Love Song, das hatten wir ganz zu Anfang. Traumtaxi. Ich lese jetzt einfach nicht vor, es ist zu schnell. Obwohl man sich einfach als Frau verkleidet. Wow. Das Animation Style. Wow. Also uns all. Harvest Reaches of Outer Space. Gegen eine Taxi. Ja, eigentlich ein Cape an oder was? Gab es die Sequenzen auch schon auf dem Gameboy? Thank you. Ja, schau, make it to my end links. Dann was? Abendfloh, ein sportliches Oni. Lass mich doch mit meinen kurzärmeligen, also nicht ärmeligen Shirts. Toilettenabenteurer. Das war das erste Hemd, was ich gegriffen habe. Lass mich, Abendfloh. Würde ich nur triggern, also. Seid ihr mit dem Witcher-Film fertig? Oder. Wie habt ihr das? Toilettenabenteurer, yep. Ja, eventuell hätte ich mitgeguckt, wenn ich nicht schon erst vor ein paar Tagen geguckt hätte. Ich glaube, letzte Woche oder so habe ich den geguckt. Weil ich nichts Besseres zu tun hatte und ich mache so, wenn du schon das Spiel nicht spielst, kannst du wenigstens den Animationsfilm gucken. Ich dachte mir so zu Anfang der ganze so, what? Wo ist Geralt? Wo ist Geralt? Es ist nicht Witcher. Und am Ende dann das Finale halt. Okay. War quasi eine Vorstory, mehr oder weniger. Die Frage ist der Animation-Film eine Vorstory mehr oder weniger zur Spielreihe, zur Buchreihe oder zur Witcher, ach, zur Netflix-Serie? Das ist so eine interessante Sache. Okay, Toilettenabenteurer. So eine eigene kleine Geschichte, die hier abgespielt wird. Der Reihe nach. Wenn man den Jimmy kennt, dann ist das Taxi da. Taxi fährt die Leute, Weltraumabenteuer. Nein, ich habe nicht mitgeguckt, habe ich gesagt. Ich habe den vor ein paar Tagen geguckt gehabt.
Hallo, hallo. Ja, okay. Ich lasse einfach mal nebenbei laufen. Und so lernen die Leute sich alle kennen. Interessant. Showtime. Drivers Lab. Aha. Das Taxi, was fliegen kann und jetzt im Boot ist. Achso, das Detail habe ich nicht gehört. Sei, ich hätte mitgeguckt, wenn ich nicht schon vor ein paar Tagen geguckt hätte. Hätte ich eventuell sogar mitgeguckt. Oh, ah. Ladies and Gentlemen, was das man wollt. It's time for the Super Show. What's up? Okay. What's up? Okay. What's up? Karate. 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 Und sowas passiert, wenn man ein Gameboy-Spiel auf eine 3D-Konsole portet. Scheiße. It's bastard. Ja, so hatten wir gerade als Endsequenz. Wie man die letzten zwei Filme bekommt, weiß ich nicht. Vielleicht bekommt man die, wenn man im Intro-Screen weiter wartet und dann gesehen hat. Karate, Mr. Krabs. Das ist nicht Karate, Mr. Krabs, das ist Karate. Naja, hier gibt es Profile, wie gesagt. Dann hier gibt's. Ich mache jetzt auch einmal das Ding hier. Und gucke, ob ich auf die 30 komme. Um den Bonus freizuschalten. Wenn nicht, dann. Ja, egal. Ich wollte hier eh gleich aufhören. Zwischen 2 und 3. Also bis 2 halt ungefähr. Maximal bis halb 3 wollte ich ja machen. Schnappen. Und. Ja, ich hab den Hauptstory-Modus des Spiels durchgespielt. Also von daher. Das Ziel, was ich mir gesetzt habe, mehr oder weniger, habe ich geschafft sogar. In einer Stunde. War halt ein kurzes Spiel. Wo man aber sehr viel Zeit reinstecken kann, wenn man Highscores jagen möchte. Und so ein Kram. Jetzt schon? Ich hab doch gesagt, bis 2, halb 3 maximal. Du hast so gesagt, passt ja bei dir sogar ganz gut. Ich glaube schon, ganz der Film auch verständlich, ohne sich mit dem Universum. Ich sag mal so, ein paar Sachen vom Universum kannte ich halt, aber so Nebensachen halt. So Kleinigkeiten. Mehr. Aber ja, also man konnte dem Film gut folgen, auch ohne Vorkenntnisse. Mit Vorkenntnissen hat man halt, ist ein bisschen einfacher oder interessanter, wenn man dann halt dachte, ah, okay. Dachten. Oh, scheiße. Die sahen alle gleich aus. Musik und Zeichenstil. Musik habe ich jetzt nicht so drauf gehabt, aber war okay. Zeichenstil war auch, ja, hat mir gefallen. Ich fand halt, da, ich hab, der Film hat schon gut angefangen, fand ich. Ich hätte halt am Anfang gedacht, dass es mehr in Richtung geht, Bele Hand. Okay. In die Richtung geht, dass dann halt dieser kleine Junge da irgendwie trainiert wird. Aber okay. Das war einfach nur eine Sequenz, um halt Wesemir oder so zu zeigen. Dafür war es hauptsächlich da. Okay, jetzt geht's los. Neuer Level. Schießen. Ich hätte auch erst gedacht, das wäre eine ganze Serie. Also so ein 12-Folgen-Anime, dachte ich erst. Aber nee, das ist ein einzelner Film gewesen. Es wirkte an manchen Stellen, muss ich sagen, wirkte der Film so ein bisschen gerusht, aber er war trotzdem gut verständlich. Man musste sich schon so ein bisschen selber dann was dazu denken, was gerade passiert ist an manchen Stellen oder warum es passiert ist. Es war, aber war trotzdem okay, ja, wie gesagt. Negativ, schlecht, nicht schön, schlecht. Mona ist schlecht. Nein, ist sie nicht. Mona ist schön. Mona würde ich sogar zur Freundin nehmen. Zur Frau, whatever. Wenn sie real wäre. Marotte. Okay. Trifft 3. Gerade gegen Ende wirkt es für mich etwas gerusht. Ja, meine ich, gerade gegen Ende war das halt, was ich meine. Ab der Höhle, sage ich mal. Ab der Höhle. Ich hab nach oben gedrückt. Spiel, fick dich. Fuck. Oh ja, jetzt verkacke ich's natürlich. Weil ich jetzt einmal raus bin aus dem Rhythmus. Schubsen. Ja, gerade gegen Ende war es ein bisschen gerusht ab der Höhle, würde ich sagen. Aber
Ja, wir müssen selber dazu denken, war es denn doch ganz gut. Passt doch trotzdem noch. Man kann Geister nicht mit dem Red Shell treffen, das geht nicht. Nein! Okay, ich hab die 30 geschafft. Gut. Was ist meine Belohnung jetzt? Warte mal. Wait. Jimmy T trägt ne Dingens. Hier, neuer Level ist klar. Und jetzt noch Hardcore-Level-Abschnitt. Stimmt, ich glaube, im Album kann man die ganzen Minispiele. What? The fuck? Okay. Okay. Game over. Ich glaube, genau, in dem hier Album kann man, glaube ich, die Minispiele auch dann in den anderen Varianten spielen. Beenden. Aha, für 30 kriege ich hier oben die Tür. Zeitangriff. Oh, okay. Mit jedem gewonnenen Spiel steigt die Geschwindigkeit. Das war doch hier unten bei schwierig schon. Aha. Verlierst du, nimmt die Geschwindigkeit ab. Versuche so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und eine super Zeit zu erzielen. Mit jedem Gew Okay. Ja gut, wie man die anderen Türen da oben freischaltet, keine Ahnung. Wahrscheinlich mit einem Ziel hier und dort, aber egal. Gibt es neue Filme? Ne, gibt's nicht. Nö, Charakterkarten will ich jetzt auch nicht angucken. Album. Genau, in einem Album, genau, Intro, Sport, Cypher hier. Das ist quasi die Bibliothek für die ganzen Sachen. Alle Album? Was ist das für ein Album? Achso. Mit Bildern dabei oder was? ID. Ah, so hat man. Okay. ID. Nach Titel. Punkte. Ach so. Hä? Merke ich nicht. Egal. Zurück. Das hat mal wieder Speicher danach. Interessant. Bilderbuch. So. Rückter Flitzer. Macht 20 Punkte. Lass dich nicht von dem Beredeten etwas fortbrechen. Übungseinstellung. Ja. 1, 2, 3. Tempo 140 BPM. Ich will nur mal gucken, wie das jetzt abgeht, testweise. Okay. Okay, eigentlich ist es relativ einfach, wenn man immer kurz direkt am Start springt. Ach, das Ding. Die halten an und springen selber auch noch. Okay, verstehe. Ich nehme alles zurück. Die Schwierigkeit. Wenn man es so macht, okay. Gott, Mini-Flitzer. Trotzdem interessant. Ist er mies? Sich soll ich schaffen, oder? Ah, der hat auch wieder gesprungen. Ja, wenn die springen, ist das Kacke. Wie viel Leben habe ich denn, bitteschön? Am Ernst, wie viel Leben habe ich? Ich glaube, es geht unendlich weiter, oder? Hey, ich habe doch Leben irgendwie. Egal, aber gut. Das wäre WarioWare gewesen, der erste Teil. Das war ursprünglich halt ein GBA-Spiel für unterwegs. Und ich glaube, dafür ist das Spiel ganz gut gewesen für unterwegs. Für zu Hause mal auch, ja. Die GameCube-Fassung
wurde halt um den Mehrspieler noch erweitert. Weil ich gerade gelesen habe. Und da muss man auch erst die anderen Modi zusammen freischalten. Wow, okay. Okay. Das ist mies. So, ja, so ist gut, weil ich wollte es auch so sagen. Ich würde nämlich jetzt auch ausmachen wieder. Vielleicht noch ein bisschen Genshin gleich für mich aufnehmen. Und mal gucken. Vielleicht schläge ich mich auch zurück und gehe einfach nur in Genshin angeln heute. Ich hätte es ja nichts. Und ja, morgen Abend muss ich mal gucken, wenn ich morgen Abend Lust haben sollte. Das Problem ist, ich habe ja schon gesagt, ich wollte eventuell Sonic Adventure 2 komplett durchspielen am Stück. Von Anfang bis Ende. Ich weiß nicht, ob ich nach der ersten Hälfte Lust habe auf die zweite Hälfte, das weiß ich nicht. Und ich weiß, dass es morgen Abend erst gegen 9 Uhr höchstwahrscheinlich Abendessen geben wird. Wobei, Moment. Ich ja nicht blöd gerade? Oder hat sich irgendwas geändert? Ich war vorhin noch in der Küche, gegen 1:15. Da habe ich meinen Vater noch gesehen. Moment. Er war um 1:15 noch in der Küche. Ich glaube, da begeht schon wieder Selbstmord. Oh Gott. Okay, ich nehme es zurück. Abendessen gibt es höchstwahrscheinlich gegen 7:30, also eine Stunde eher. Wenn ich Glück habe, fange ich gegen 10 Uhr an und 6 Stunden dauert es ungefähr durchzuspielen oder 5. Also von 10 bis 3 oder 4 könnte ich theoretisch morgen dann halt Sonic spielen. Theoretisch. Muss ich mal gucken, ob ich da Lust drauf habe. Sonntag würde ich auf jeden Fall wieder Genshin aufnehmen dann. Montag habe ich meine letzte Schicht diesen Monat. Und dann muss ich gucken, dass ich auf Tagschicht wechsle, wie gesagt, weil ab Montag, übernächste Woche, muss ich dann halt zum Praktikum. Wenn du genommen wirst, gönn dir nächsten August mal ein paar Tage Urlaub. Willst du dich verarschen? Es ist über ein Jahr her, hin. Und selbst wenn, nein. Wenn ich Urlaub nehme, dann nehme ich mir Urlaub für mich und nicht, wenn andere wollen. Willst du das Thema jetzt wieder anfangen? Lass das Thema einfach sein. Meine Güte. Ey, Uni, come on. Nein, ich komme nicht. Und je mehr ich damit genervt werde, desto saltier und aggressiver werde ich demnächst irgendwann. Bis ich es komplett ignoriere und dazu gar nichts mehr sage. Ah. Ich habe ja schon gesagt gehabt letztens. Die Pseudodiskussion mit Vexxer, dir, okay, Vexxer am Rande gestellt, sag ich mal. Die Pseudodiskussion mit dir und Granny dann im Chat, die hat mir gereicht. Das war mir schon wieder zu nervig. War mitunter einer der Gründe, weswegen ich halt Genshin aufgenommen habe, statt zu streamen. Und weil ich nicht wüsste, was ich streamen sollte, weil ich habe zu viele Spiele und ich hatte irgendwie gedacht, Genshin kann ich ja schon einen Zug aufnehmen. Also wenn ich dich nicht frage, machen wir das dann nächstes Jahr. Nein! Wenn ich darauf Bock hätte, dann würde ich schon was sagen. Oder keine Ahnung, wenn ich sage, ich gehe nächstes Jahr zum Europapark, dann könnte ich dir zumindest sagen, wann ich hingehe. Dann könnte man das so abpassen. Oder wenn ich sage, ich gehe nächstes Jahr zur Gamescom, wenn ich das sagen würde, dann kannst du das als Moment dafür nutzen. Aber ansonsten, einfach nicht nerven. Ich bin nicht komplett unsozial, aber ich habe auch keinen Bock, wirklich so sozial zu sein. Aber gut, wie gesagt. Würde, was du nicht wirst. Als, es war jetzt ein Beispiel. Das muss ja nicht nächstes Jahr sein. Das kann ja auch in 2 Jahren sein oder in 3 Jahren. Wobei ich sagen muss, in Parks gehe ich sowieso nicht mehr rein. Weil die meisten Parks, die ich kenne, die sind nur für Normalgewichtige gebaut. Das heißt, da kann ich in kaum Attraktionen rein. Bringt mir also nichts. Komplett. Und ich bist du Lichtjahre entfernt. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Auf was du dich beziehst, aber egal. ja, wie gesagt, nee. Das ging mir letztes Mal auf den Nerv. Sozial und Uni, also. Ich sag ja. Ich meine, es gibt Leute, die sind. Ja, keine Ahnung. Unsozial ist in dem Sinne. Unsozial, ungleich asozial.
Und sozial in dem Sinne ist halt die, die dann gar nicht rausgehen. Ich meine, ich gehe ja wohl noch ein bisschen raus. Und zwar auch mehr als einkaufen oder Arbeit. Unsoziale gehen halt gar nicht raus und pflegen halt gar keine Kontakte. Oder pflegen vielleicht nur ein, zwei Kontakte. Wenn überhaupt. Aber ich sag mal so, ich brauche jetzt keine physischen Kontakte so oft. Und vor allem nicht mit, keine Ahnung. Leuten, das kann man jetzt auch wieder falsch auf, das würde jetzt wieder falsch rüberkommen. Keine Ahnung. Leute, die ich nicht schon seit meiner Kindheit kenne, sage ich mal, das ist immer so eine Sache. Grundsätzlich ja, aber dann halt sowas wie, ja, keine Ahnung, so ein erstes Treffen zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Vielleicht online besser. Theoretisch gesehen, wenn du das Ganze so stellst, ja. Weil, ich sag mal so, wenn du mir online auf den Sack gehst, kann ich einfach dich muten oder ignorieren. Wenn du mir in Natura auf den Sack gehst, dann kann ich das nicht machen. Das ist so ein Punkt zum Beispiel. Das ist auch so ein Punkt, weswegen ich, keine Ahnung, wenn ich mal jemanden besuchen würde, wenn ich jemanden besuchen würde, dann würde ich wahrscheinlich als erstes Voice oder Pet besuchen gehen. Wahrscheinlich eher noch Pet, auch wenn er weiter weg wohnt, weil mit Pet kann man vielleicht ein bisschen mehr machen. Beziehungsweise der hat mehr Möglichkeiten, was man machen kann. Weil Voice ist halt auch relativ viel am Wochenende unterwegs, da hat keine Zeit. Der hat ja schon keine, Voice hat ja schon keine Zeit mehr für Smite. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt nicht. Machst du einmal den Step, kennst du mich ja schon. Ja. Du weißt, wie ich es meine und so weiter. Du bounce mich mit deinem Buddy weg, ja. Fun Fact: In der 5. Klasse, da hatte ich das mit einem gemacht. Okay, er wollte es. Ich bin unschuldig. Wir hatten Religionsunterricht, waren zum Religionsraum hochgegangen und der Lehrer war noch nicht da. Und das war, ich sag mal so, das war das Schulopfer. Das war, ich konnte ihn gut leiden an sich, hatte kein Problem mit, der war ein bisschen hyperaktiv, eine kleine Klatsche hat er gehabt irgendwie. Aber an sich, ich fand ihn sonst an sich ganz nett. Mehr oder weniger. Und er wollte halt irgendwie mal gegeneinander springen. Und ich war zwar damals schlanker als heute, aber hatte halt im Verhältnis zu allen anderen trotzdem die Masse mehr. Gerade im gleichen Alter. Und dann sind wir halt, er kam quasi aus dem Flur reingerannt in den Klassenraum. Und ich halt im Raum selber so ein bisschen. Und dann halt Bauch am Bauch. Ja. Ich lag nicht am Boden. Warum nicht zu mir? Ich sag auch gerade, Leute, die ich, wenn überhaupt, Leute, die ich dann extrem lange kenne. Zum Beispiel Voice kenne ich seit 7 Jahren. Oder Pet auch. Pet kenne ich auch seit 7. Ne, warte mal. 2014, doch, 7 Jahre. 7,5 Jahre kenne ich die beiden. Wie gesagt, wenn ich überhaupt irgendwo hingehen würde. Problem ist halt, was ich kann bei denen nichts anfangen. Dann bin ich da toll. Bringt mir nichts. An den See kann ich auch bei mir zu Hause gehen. Sag ich mal, blöd gesagt. Und zocken kann man online. Von daher, das macht heutzutage keinen Sinn mehr, Leute zu besuchen. Die andere Ausnahme wäre, wenn, ganz großes Wenn, wenn Oni eine Freundin hätte oder eine Beziehung, das wäre eine ganz andere Sache. Die würde ich besuchen, beziehungsweise besuchen lassen. Aber ja, das sind dann so andere Sachen. Ah ja, reicht nicht? Checkst es nicht. Bist unsozial, Uni. Nee. Ich bin nur jemand, der nicht jeden X. Ja. Der nicht direkt jeden, den er online kennt und das seit 1 oder 2 Jahren oder 3 Jahren, sich besuchen lässt oder besuchen tut. Besucht. So tut. Aber okay, lassen wir das Thema jetzt sein. Weil sonst, rege ich mich wieder unnötig jetzt gleich auf und nee. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Akzeptiere einfach das Nein und fertig. Sonst wirst du verstehen, dass Real Life viel mehr zu bieten hat als Dosenchips, Bildschirm und Tastatur. Ich sag ja, es kommt drauf an, aber ja. Lass das Thema einfach beiseite liegen. Gut. So, und jetzt um das VOD mal zu beenden und den Stream zu beenden. Ja, WarioWare war ganz schön, mal wieder durchgespielt zu haben, mehr oder weniger.
extra Modi, ja, wenn man Langeweile hat. Und mal gucken, vielleicht kaufe ich mir ja noch den Switch-Teil dann demnächst irgendwann oder eher bei einem 3 für 2 Dingens. Und dann, ja, von mir aus spiele ich das vielleicht mal am Stream so ein bisschen. Bei Switch Games immer die Sache, die kann ich unterwegs besser spielen. Es ist das größte und realistischste Open World Game überhaupt. Ja, aber es ist scheiße. Es ist scheiße. Geile Grafik, aber alles andere Gameplay ist behindert. Das Gameplay ist beschissen wie sonst was. Aber okay. Das ist deine Meinung, dass es nie ist. Meine Meinung ist, Real Life hat zwar eine geile Grafik an sich, aber ansonsten ist es jetzt nicht das Geilste. Ja, genau, eben weil ich das Gameplay halt checke, weiß ich, dass es Kacke ist. Akzeptiere meine Meinung. Fertig. Gut. Ja, dann sage ich ja trotzdem jetzt Nacht und schau und dann halt bis eventuell morgen Abend um 10 oder so. Viertel nach 10, halb 11. Und dann gucke ich mal, ob ich Sonic am Stück durchbekomme. Bis um 3 oder halb 4 und dann. Ja. Das Gameplay ist legendär. Ja. Das Gameplay ist legendär, wenn man dafür die nötigen Ressourcen hat. Dann eventuell. Dann ist es toll. Aber als normaler NPC, sage ich mal, in RL-Game, da ist es halt boring. Aber okay. Ja, gut. Ich sag mir jetzt Nacht. Immer noch. Und ciao. Und dann bis eventuell halt heute Abend, heute Nacht, morgen Nacht, whatever. Dann mit Sonic und dann mal gucken, wie es dann nächste Woche und darauf folgend weitergeht. Wie gesagt, während des Praktikums halt abends wahrscheinlich gar nicht unter der Woche, sondern nur am Wochenende, Samstag, Sonntag über Tag. Und da muss ich gucken, an welchen Tagen und vor allem zu welchen Uhrzeiten, weil über Tag streamen ist hier die Hölle. Wenn jeder zu Hause ist, aber okay. Ich kann sogar mit meinen Mitteln noch andere Dinge machen, als in den Kopf vors Gesicht zu halten wie in GTA. Ja. Gut. Egal. Jetzt will ich ciao, gute Nacht und so weiter. Bis dann. Bla.